Leute, servus und hallo und ja, herzlich willkommen zu der Fortsetzung vom letzten Video. Ich habe im letzten Video am Schluss gesagt, ja, ich muss Stolle ausmisten bei den Schweinchen unten. Und ja, die Schweinchen habe ich ausgemistet, die sind auch soweit fertig. Das passt, der Stall ist sauber, das passt. Ja, die Hühner müssen noch gemacht werden, aber mal schauen, entweder ich mag es Zeit noch oder nicht. So ist auf jeden Fall frisch. Daisy! Da bin ich! Daisy! Ja! Ist gut! Was denn? Hier mal frisches Bett kriegt. Sehe ich das schon? Ja, und der alte Stinkgetto, oder der da auch frisches Bett kriegt. Der Hühnerschreck. Du stinkst. Du stinkst aber ungemein. Ja, und dann hast du aber ein wenig Sauerei gemacht. Das, wenn sie einmal so brat sind, das muss ich mal ein wenig zurückschieben. Weil die Oma hat in letzter Zeit immer die Angewohnheit, die Wasserschüssel auszuschütten. Und dann kannst du da jeden noch einen halben Ballen Stroh raus da und einen halben Ballen Stroh wieder einstreuen. Und wenn man sich die Arbeit sparen will, dann macht man es lieber abends noch. Weil dann muss man es nicht machen. So. So ist ein wenig besser. Was ist denn? Was ist denn los? Was ist los? Was hast du denn? Hm? Fauler Sack. Ich bin so traurig, ich war heute nicht lang draußen. Alter Stinker. Uiuiui. Bist du wohl schon müde, hast keinen Bock mehr heute. Nee, du gehst heute auch nicht mehr raus, tut mir leid. Aber die Daisy, die kriegt heute noch eine extra Ration. Aber das machen wir, wenn ich jetzt den Mist verfahren habe. Ich werde dann den Bulldog noch mal runterstellen. Und werde dann noch die Hühner schnell ausmisten, dann habe ich das gemacht. Morgen soll eventuell ein wenig reinkommen. Schauen wir mal, vorhin hat sich schon mal ein wenig zusammengezogen, aber es hat sich schon wieder ziemlich verzogen, wenn man so sieht. Ja, schauen wir mal. Also wenn es weiblich ringt, wäre eigentlich nicht einmal so verkehrt. Aber ja, abwarten. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Mist einmal ausleeren. Der Bulldog steht schon da, die Paula hockt auf dem Reifen rum. Na, alte Hummel. Jo, ich habe den KA15 davor gehängt. Die Netzarten ist ja aufgerammt. Die ist einmal wieder unten. Ich kann den Bulldog einmal wieder für andere Zwecke verwenden. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, ja, wir haben jetzt nicht den KL300er Vorhänger. Den, wo wir in letzter Zeit immer gehabt haben. Aber gut, das ist halt jetzt einfach mal so. Ja, und da seht ihr schon, da gehört auch mal sauber gemacht. Das schaut aus da hinten. Die Hühner sind schlimm. Aber war alles. Ja, fahren wir den Mist einmal hinter. Wie gesagt, das machen wir jetzt einmal mit dem Kleinen. Dann kriegt der auch ein wenig Arbeit. Und dann schauen wir mal, dass wir den Rest noch machen. Jetzt passt wenigstens die Temperatur, den ganzen Tag war so warm. Es war heute einmal richtig ekelhaft warm. Und ja, in der prallen Sonne hat man dann auch keine große Lust. Es ist halt jetzt so, die kalten Tage sind jetzt rum. Die Kaltsoffi war letzte Woche am Freitag. Und jetzt wird es halt doch einmal ein wenig. Was ist denn? Daisy! Das Schweinchen. Daisy! Ja, jetzt wird es langsam eng für sie. Jetzt passt es dann nicht mehr so recht durch. Ist dumm. Wenn man immer größer und dicker war, dann ist das scheiße. Dann passt man doch nicht mehr gescheit durch. Dann blocht man sich. Was ist denn? Oh! Du weinst ja. Oh, warte, ich hol dich raus. Warte. Okay, ich gebe jetzt zuerst was die Gnatsch zu. Die möchten noch was holen. Und in der Zeit, wo sie dann mampft. Daisy?
derzeit muss er das machen. Da ist das Schweinchen. Da können wir dann den nächsten in der Fon. Ja. Langsam. Ach du. Ich weiß, du willst selber laufen. Los. Jetzt aber schnell. Was wollte der Hund labern? Ach, die Katz würde. Die Katz würde. Gut, ich fülle ja mal was ein, dann sehen wir uns sofort drin. So, jetzt habe ich die Ladung gekriegt. Noch ein wenig Haferflocken und ein wenig Quark. Ja, normal hat es einmal noch ein wenig Banane mitgemampft oder ein wenig Äpfel, aber das mag es im Moment überhaupt nicht. Madame möchte jetzt Haferflocken, zart und Quark. Oder Feder. So ist es auch was Feins. Ja, die will mir ja extra Ration haben. Die hat es jetzt quasi am Anfang gekriegt, weil sie ja nicht so gut ging und weil sie nicht an die anderen dann vorbeigekommen ist und nicht mit fressen darf. Und jetzt kann sie zwar mit den anderen fressen. Aber die hat es jetzt so raus, dass da oben was gibt und dann will die da oben. Naja, ich sag, das ist eher Hausschweinler als was anderes. Und dann langsam essen, hast schon Zeit. Na, da kannst du jetzt ein wenig mampfen. Die Haferflocken sind ein wenig eingewacht mit Wasser. Na, das Ding ist jetzt Stabfurz drucken. Tja. Dann lassen wir es einmal mampfen und können in der Zwischenzeit noch was anstauen. Ja, ich sag, das ist ein Schweinler. Hätte ich nicht gedacht. Und das ist auch der Grund, weswegen die eben ja, nicht geschlachtet werden soll. Aber schauen wir mal, was wird. Oder nicht. Oder wie auch immer.
Jo, wir haben jetzt mittlerweile den 28. Mai und ja, ich habe mich ja länger nicht gemeldet. Ich habe euch jetzt extra das Video mal so abspielen lassen, wie ich es quasi aufgenommen habe. Ich bin aber die ganze Zeit nicht dazugekommen, wo keine Zeit, beziehungsweise es war einfach zu stressig, um groß was zu filmen. Und ja, naja, jetzt bin ich endlich einmal wieder dazugekommen. Das Video, das soll jetzt auch morgen dann am 29.05. rauskommen, also am Freitag. Wir haben ja jetzt Donnerstagabend. Ich muss jetzt das Video dann noch in den Computer, also die ganzen Dinge in den Computer reinschieben. Und schneiden, rendern, hochladen. Ja, das wird noch ein wenig Arbeit werden, aber das kriegen wir auch gut hin. Ja, zum Abschluss vom Video, wir haben den Äpfel auch gehunden gekäufelt. So schaut das Ganze jetzt aus. Ihr seht schon, ja, jetzt sind sie einmal aufgekäufelt. Zuletzt habe ich sie ja mit den Netzecken runtergezogen, die Häuften. Jetzt habe ich sie wieder aufgekäufelt, dass man mal richtig ein schöner Dämm hat. Jetzt kann das Unkraut quasi wieder wachsen. Dann wird mit der Hacken durchgefahren. Dann kann das Unkraut wieder ein bisschen wachsen. Dann kann ich blind striegeln, beziehungsweise ja, dann wird gestriegelt mit den Longer. Was ist los? Was denn? Vogel! Hallo Willi! Hallo Willi! Hallo Willi! Hallo Willi! Vogel. Ja, dann wird mir die Longerzinken vor den Netzecken abgeschleppt. Dann bleibt es wieder ein wenig liegen, bis wieder das Unkraut anfängt und dann wird noch einmal aufgehäufelt. Und dann schauen wir mal. Also ich häufel die heuer auf jeden Fall zweimal. Nicht wieder nur wie letztes Jahr einmal, weil das war scheiße. War ein Fehler. Heuer schon zweimal, aber den Zeitpunkt muss man halt treffen. Ja, jetzt schaut es auf jeden Fall so aus. Ihr habt da schon die ersten Kartoffeln zu sehen. Da stehen ja schon ein paar hin. Jetzt sind sie natürlich größtenteils wieder zugedeckt, das ist aber nicht schlimm. Da stehen welche. Da hat es gar nicht mehr gelangt, die Erden. Da stehen welche. Da, ja, ihr seht schon, also es gehen jetzt immer mehr Pflänzler auf. Und ja, da hast du halt einmal abwarten und einmal schauen, dass die heuer was werden. Ich will heuer ein bisschen mehr Pflege investieren, dass die Äpfel hoffentlich ein bisschen besser werden wie letztes Jahr und ich weniger Unkrautstress dahin habe. Und ja, vom Regen her, es hat jetzt das letzte Wochenende noch ein wenig geregnet. Da haben wir insgesamt 23 Liter gehabt und heute Nacht war es, haben wir uns noch einmal 6 Liter, also 29 Liter. Ist jetzt nicht weltbewegend, aber ich bin zufrieden. Sagen wir es mal so. Also jeder Tropfen zählt und 29 Liter insgesamt sind noch einmal ein gutes Ergebnis. Ich meine, und der Acker spricht für sich. Ihr erinnert euch, wie er vorher ausgeschaut hat und wie er jetzt ausschaut. Also jetzt läuft die Gaschen schön auf. Besser auf jeden Fall. Die Stellen, die sogar so kahl waren, kommt jetzt langsam. Es ist Unkraut dabei, leider. Da will ich dann haben mit den Netzecken drüber. Mit den Longerzinken. Muss ja mal schauen, ob das funktioniert. Aber es wächst immerhin was. Und wenn ich mir teilweise andere anschaue, also der Vater hat gesagt, wir machen nie mehr Sommergetrau, aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich manche andere das Wintergetrau sehe, ja, auf dem Weg lieber zu meiner Arbeit, sind teilweise Stellen dabei, also da kannst du es jetzt dann demnächst dreschen. Aber, ja, notreif halt, ne? Weil Anfang Juni, dass ein Getrau soweit ist, es wird jetzt langsam gelb. Das, wenn du da siehst, das glaubst du nicht, aber ja, mei, schön ist nicht. Jo, bis darauf haben wir gekäufelt. Da seht ihr noch einen Apfel. Und 1, 2, 3, 4 Reiher, das sind ja die Rüben. Die Rüben haben wir jetzt auch mit aufgekäufelt, die sind jetzt aufgelaufen. Die habe ich ja mit den Netzecken schon mit Brat gezogen. Und jetzt noch einmal aufgekäufelt. Ob das der richtige Weg ist für Rüben? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich nein. Da waren eigentlich auch mit dem Kopfschütteln Rüben in Äpfeldämmen einsetzen. Wie kann man das bloß machen? Die waren in der flachen Acker gesät. Aber ausprobieren. Vielleicht funktioniert es. Und dann hätte ich weniger Arbeit, weil, naja, schauen wir halt einmal. Aber das ist, wie gesagt, alles Probiersache. Ich muss es erst einmal probieren, wie es am besten läuft, was am besten funktioniert. Rüben habe ich in meinem Leben noch niemals gehabt, also ich kann nicht sagen, ob das überhaupt funktioniert.
Aber man wird sehen. Ja, und da sieht man jetzt Gedraht ein wenig. Das ist halt jetzt so eine Stelle, wo es noch relativ trocken war. Also jetzt läuft es doch langsam auf. Das ist ja das Vorgewinde gewesen. Das ist ja raufwärts gesät. Und da ging auch die Reihe neuwärts. Und naja, Kamille ist drin. Disteln sind ein paar Einzeln, die mit aufgehen. Naja, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ackerwinde haben wir ein wenig. Das Gasticher zeigt da. Es läuft halt jetzt alles mit auf. Wenn du nichts spritzen tust, kannst du es halt nicht vermeiden. Tja, da ist auch Ehren aufgelaufen. Was ist denn das? Ist das Gaschen? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja, lass mal stehen. Naja, der Windhalm ist ein wenig mit drin. Was soll's? Ja, das ist halt, wenn man es ohne chemische Spritzmittel macht, sondern auf biologischer Art und Weise. Und man muss ja dazu sagen, der Vater hat nicht getraut mit dem Striegeln. Der wollte nicht, dass ich mit dem Striegel durchfahre, weil er Angst gehabt hat, dann geht gar nichts mehr vom Getrau auf. Ich meine, ja, ein bisschen was ausreißen tut es auch mit Sicherheit. Jetzt könnten wir es dann vielleicht doch einmal in Angriff nehmen, wobei jetzt steht es an mancher Stelle schon so hoch. Ja, naja, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, Erfelage ist käufelt. Ist ja ein schöner Größe heuer. Das sind schon eigentlich eine Reihe. Fällt mir. Gehen wir schön weit rein. Dann kommt da irgendwas zusammen. Hoffen wir es einmal. Reili? Ach ja, und vorhin ist ja was passiert. Dummerweise. Ja, der K15, der hebt hinten nicht so weit aus. Ich weiß nicht, warum das so ist, warum die Hydraulik nicht so weit aushebt. Bauortbedingt oder was der Teufel was. Aber der kriegt den Häufelfluch nicht so weit auf, wie er eigentlich soll. Und na, das Endresultat war, ich bin vorhin da wieder rückwärts gefahren und da, wo der Träger auf dem Weg liegt, da bin ich mit dem Schäler hinten hängen geblieben und habe den Bulldog-Deckel hier puffen lassen. Hab das aber nicht gemerkt. Folge davor war abgebrochen. Ja, unsere Halteplatten, die das ganze Schäler quasi mit so einer Feder arretiert, dass du wegen Federvorspannung hast, ist ja eine Feder drin, wie so eine Art Starsicherung, wenn er mal stark kommt, dass er hochfedern kann. Ja, ja, und das habe ich abgerissen. Zum Häufeln hat es aber gar gelangt, das ist gegangen, haben wir dann fertig gemacht mit kaputten Schäler und ja, man lässt ja sowas nicht liegen, man macht das sowas gleich wieder ganz, weil wisst ihr schon, dann legt man es noch und dann vergisst man es. Und dann, wenn es zweiglich ein Monodermann ist oder wenn du es dann dringend brauchst, dann. Ups, da war ja noch was. Das haben wir schon wieder angespaßt, das hängt schon wieder dran. Alles gut, so wie es gehört. Ja, Schwarzapparat, Flex, schnell ein wenig abgeputzt. Schwarzapparat wieder nachgeschwarzt, ein wenig rot gebuhen. Passt wieder, so wie vorher. Jo. Mehr gibt es dann eigentlich für das Video nicht so. Außer vielleicht. Ja, moin. Zwischen 2:30 und 3 fahre ich einmal auf Weißmar. Da gucke ich was an. Aber keine Maschine, sondern eine Kuh. Ein Dexterrind in Dannfarben. Dann, D-U-N geschrieben, ist so ein hellbrauner Farbton. Hellbraun, graubraun, wie man es nennen möchte. Und das schauen wir morgen einmal an. Und dann sehen wir schon, ob dann doch einmal was wird. Also, ich wollte ja eigentlich ein Rotsrind haben, aber das gestaltet sich mehr als schwierig. Telefonierst da rum, schreibst da rum. Da habe ich ja ein paar, die hätten vielleicht. Blauzungensperrgebiet. Dann doch nicht. Zu kompliziert mit dem Hier und Her. Und naja. Jetzt schauen wir das einmal an. Weißmar ist von mir nicht weit. Das sind 15, 20 Kilometer höchstens. Und ja, dürfte eigentlich kein Blauzungensperrgebiet sein. Ist ja ohne Ecken da. Vielleicht passt es ja. Schauen wir einfach einmal. Also,
das erfahrt ihr ja dann auch demnächst. Ob oder ob nicht. Paula, was ist denn? Ups. Und dann tät ich so. Was ist das jetzt für das Video? Lang genug geworden? Wahrscheinlich. Sorry, dass es jetzt länger nichts gegeben hat, aber ich habe ja gesagt, das kann einmal vorkommen. Und bevor wir irgendeinen Schmanz machen, machen wir lieber so. Habt ihr was, wo ihr euch drauf freuen könnt. Ja, ansonsten ja. Wie gesagt, wir sieht sich wieder. Ein Livestream werden wir auch mal machen demnächst. Vielleicht am Wochenende. Ich verspreche aber noch nichts. Und dann wünsche ich euch was. Ein schönes Wochenende. Bis dann. Servus.